Wunderbar. Ja, ich freue mich. Wir stehen heute hier, weil wir die Jahnstraße freigeben möchten. Das darf ich so sagen. Ne? Wir dürfen sie freigeben, endlich. Was heißt endlich? 7,5 Monate Bauzeit. Ich glaube, das ist gar nicht so lange. Ich bin jetzt keine Meisterin im Straßenbau, aber für das Stück, was wir hier gemacht haben und was auch alles getan worden ist, und ich weiß auch vermeintlichen Bombenfund, also ich betone mich auf vermeintlich, es guckt mich dann möglicherweise nicht als Bombe, aber sowas fällt ja auch alles aus. Bin ich tatsächlich sehr froh und stolz, das heute hier mit Ihnen allen machen zu können. Ich begrüße meine Gäste und Sie verzeihen mir, Sie sind eigentlich die Wichtigen, weil Sie haben gearbeitet, aber er bezahlt. Ich bin mir auch wichtig. Sind Sie auch wichtig, ne? Also das sind nämlich vor allen Dingen die Menschen von Hessen Mobil. Ihren Namen habe ich mir gemerkt, das weiß der Herr Wald und Herr Müller, richtig? Kamm, die Kamm. Bürste. Müller, der Kamm von Hessen Mobil, die das ja insgesamt fördern mit 70% von ungefähr 1,5 Millionen, die wir hier in den 7,5 Monaten verbaut haben. Und natürlich die ausführenden Unternehmen, das ist die Firma Wachenfeld, das sind ja alle aufgeschrieben, Heinrich Rode, Tief- und Straßenbau und die Firma Mütze. Und natürlich begrüße ich auch, ich habe die gerade schon mal gesehen, weil dass ich versteckt den Geschäftsführer hinter mir, EGF, die ja auch mit gewonnen haben, und die Deutsche Bahn Kur Hessen, die alle daran beteiligt waren, weil auch wenn das Ganze, das ist ja ganz witzig, wir sind hier bei einer Straßeneröffnung, haben eine Straße umgebaut, aber das Ganze ist gestartet 2020 bei den Stadtverordneten, die ein Radfahrkonzept beschlossen haben. Ja? Und letztendlich ist es ein verändertes Mobilitätskonzept der Stadt, wo wir ein bisschen mehr Fußgänger und Radfahrer in den Fokus genommen haben, zu sagen, das Ganze soll, ich sage mal, auch ein bisschen der älteren Generation zu tragen. Das sieht man gerade hier schon an den Bahnübergängen, dass also Menschen auch mit Beeinträchtigungen besser am Straßenverkehr teilnehmen können, aber eben auch der immer stärker werdende Radverkehr so teilnehmen kann, dass es auch weiter Freude macht. Und hier ja auch zwei Kreisradwege, sind die hier A7 und der A8, ne? Die hier auch über die Jahnstraße gehen. Und hier kann ich mal persönlich berichten, dass ich tatsächlich auch mal einen Radweg fahren wollte. Vor vielen Jahren mit einer Freundin, die mich besucht hat, und tatsächlich sind wir hier an dieser Stelle gescheitert und dachte, wo geht hier eigentlich der Radweg weiter? Natürlich bin ich da hingekommen, wo ich hin wollte, aber ich war mir tatsächlich nicht mehr ganz sicher, ob ich wirklich noch auf dem Radweg bin. Ich finde es gelungen, möchte mich bei allen Beteiligten, einschließlich der Mitarbeiter der Verwaltung, und ich gucke hier auch mal einschließlich der Politik, die das unterstützt hat, und ich darf hier den Herrn Ahmed als Stellvertreter aus der Politik begrüßen an der Stelle noch, und aber auch mich bedanken, von denen ist heute keiner da, bei den Anliegern. Letztendlich für ihre Geduld. Sie haben dann schon doch unter Einschränkungen das ein oder andere Mal bestimmt geflucht, gelitten und dass Sachen vielleicht auch nicht ganz so schnell funktioniert haben, wie wir es vorher gedacht haben, dass sie funktionieren. Dafür meinen herzlichsten Dank, dass alle so ein bisschen mal zurückgetreten sind für die Sache der Gemeinschaft. Jetzt haben Sie bestimmt Detailfragen. Ich kann Ihnen mal sagen, was ich mir notiert habe oder besser notiert bekommen habe. Wir haben das Ganze in zwei Abschnitte geteilt. Und das eine war praktisch die Rönnenauer Straße bis Fahrbahnteiler. Wenn Sie mal eine Stelle freilaufen. Und sind 280 Meter. Und der zweite Abschnitt war dann der Fahrbahnteiler bis Bahnübergang. Das sind nur 75 Meter. Und hier ist die Fahrbahnbreite 6 Meter insgesamt, sodass zwei Autos eben gut fahren können. Viele haben ja schon gesagt, oh, das Ganze ist schmaler geworden, ist aber gar nicht. Das sah, glaube ich, am Anfang nur mal eine Weile so aus. Und wir haben die Gehwegbreite mindestens überall auf 2,10 Meter. Und im Zuge dessen haben wir eben auch die Straßenbeleuchtung mitgemacht, weil ich immer denke, wenn wir schon mal dabei sind, ne, da war dann auch die EGF mit an Bord. Vielen Dank dafür. So. Ganz am Anfang habe ich mal gesagt, wer war alles beteiligt. Und ich habe hier noch das Planungsbüro Zick Hessler. Die haben sich entschuldigt, aber nur, dass Sie die vielleicht auch mit drauf haben.
das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Ich gebe mal an die beiden Fachbereichsplaner, die jetzt bestimmt noch mit ein paar Details kommen, die ich vergessen habe. Und würde mich freuen, wenn vielleicht der eine oder andere, der hier mitgearbeitet hat, auch zu Wort kommt. Vielen Dank dafür. Ich würde mal so damit anfangen, dass wir im Endeffekt war diese Maßnahme ein Lückenschluss. Wir hatten schon verschiedene Bereiche, die wir schon ausgebaut haben. Wir haben von der Uferstraße her angefangen auszubauen. Wir haben im letzten Jahr den Fahrbahnteiler mit Anbindungen an die Radwege schon ausgebaut, auch durch die Arge. Dann fehlte dieses Teilstück, wo die Bahn entsprechend mit berücksichtigt war. Die mussten ihre kompletten Anlagen entsprechend auf den neuen Straßenquerschnitt umbauen, verbreitern. Wir haben einen anderen Straßenquerschnitt. Wir haben auf der einen Seite 3,25 Meter Radweg und auf der anderen Seite 4,25 Meter Radweg beidseitig in beide Richtungen befahrbar. Aufgrund dessen mussten halt sämtliche Schrankenanlagen angepackt werden, mussten nach außen gesetzt werden. Wir haben in dem hinteren Bereich haben wir den Querschnitt so angepasst, dass wir immer mindestens die 2,10 Meter Gehwegbreite dort haben, eine Durchgängigkeit für die Fußgänger schaffen. Wir haben durch eine Änderung oder durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes haben wir dort auch die Außen-, die Randbereiche entsprechend mit angepackt, sodass wir mehr so in diesen urbanen Bereich kommen. Da, wo die Zulassungsstelle gebaut worden ist, haben wir eine große, eine verbreiterte Bereich für die Fußgänger, den wir dort haben. Und ja, ich sag mal, das waren so die Maßnahmen, die wir üblicherweise umsetzen, in Pflasterbauweise mit den Granitbordsteinen und der Rest Fahrbahn an entsprechenden Asphaltbauweise hergestellt. Wir haben Angleichungsbereiche auf den Grundstücken gehabt und wir haben die Gehwege wie diesen und den Gehradweg Richtung Bahnhof haben wir auch mit angeschlossen. Das beinhaltet eigentlich das Gesamtkonzept, was wir hier haben, sodass wir dann eine Durchgängigkeit von der Uferstraße bis zur Röttenauer Straße jetzt haben. Genau, das zu den fachlichen Themen. Dann würde ich, glaube ich, an die Baufirmen abgeben. Bitte. Oder der Mann aus der Gegend hier. Ich kenne das schon. Nein, ich komme. Geht immer weiter. Ja. Nein, Frau Eckes, erstmal vielen Dank für Ihre lobenden Worte. Aber ich denke mal, das ist ein Gemeinschaftsprojekt gewesen von allen Beteiligten. Und in diese Richtung gucke ich mal, Sebastian und Jürgen, zu dir. Neue Führungskraft auf dem Bauamt in Frankenberg, planerisch, ja, Zieg und Tesla damit eingebunden. Also Dankeschön an euch für die gute Zusammenarbeit. Und Karl-Heinz, auch bei der EGF und Abwasserwerk, ihr habt doch ordentlich hier Geld versenkt. Aber zum Wohle der Bürgerschaft und des Umweltschutzes, unabhängig von den Lampen, die nur noch wenig bis gar keine Energie mehr verbrauchen, also auch in diese Richtung. Und Matthias, du als Vertreter der Politik, danke dafür, dass ihr die Investitionen durchgeführt habt, auch wenn Förderung von Hessen Mobil, das gehört immer mit dazu, auch dabei gehört. Wünsche uns aber auch, dass weiterhin investiert wird in der Stadt Frankenberg. Kleiner Wermutstropfen lässt so ein bisschen nach. Karl-Heinz, auch an dich vom Ordnungsamt, sind manche Dinge gelöst worden auf einem kurzen Weg. Auch das zeigt eigentlich, wie man miteinander arbeiten kann. Und ansonsten zeige ich jetzt mal an Helmut Schießler oder Tom Wenzig zu dir rüber gezeigt. Hier sieht man auch, jetzt nicht missverstehen, wenn junge Leute am Werk sind, was hier aufgebaut werden kann. Und man sieht ja auch, dass das Stadtbild generell sich in Frankenberg wirklich zu einem sehr tollen Erlebnis hier entwickelt hat. Es macht Spaß und das ist auch Aufenthaltsqualität, was wir hier geschaffen haben. Und Sie sagten schon gerade, was das Radwegnetz angeht, war ja gerade ein gutes Beispiel. Ne? Genau in diese Richtung wird sich bewegt und dafür vielen Dank. Deswegen weiterhin Investitionen in diese Richtung tätigen. Wir stehen jederzeit zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Mitter. Ja, wir freuen uns, dass wir heute dabei sein dürfen und auch diese Baumaßnahme zum Wohle der Allgemeinheit fördern durften. In diesem Fall ja mit 70% über verschiedene Landesmittel. Ja, und sind froh, dass die Baumaßnahme durch ist und dass es in Frankenberg weiterhin so gute Infrastrukturprojekte geben wird in Zukunft. Schauen wir mal, bestimmt. Sollen wir anfangen? Unbedingt. Ja. Komm, okay.
Da ist er mit der Mitte. Kommen Sie näher. Ich hab nur nach vorne drauf. Los, nach vorne. Ganz vorne. Da hat die auch gewertet. Ja. Was ist denn zu? Ja. Was ist denn zu?